Hallo, ich stehe mit dem Andi von Coratec und im nächsten Video geht es um das neue e-Power MTC 120. Ja, es ist ein Zungenbrecher e-Power MTC 120, ist das, was sich dahinter verbirgt. Sag mal, für wen habt ihr das gemacht und was kann ich mit dem Rad erleben, was steckt dahinter? Beim MTC haben wir uns mehrere Dinge gedacht. MTC steht bei uns für Mountain Cross, also wie der Name schon sagt, das Rad ist für diejenigen gemacht, die ein bisschen weiter ab von irgendwelchen Teerstraßen unterwegs sein wollen, die auch mal auf den Berg hochfahren, die vielleicht den ein oder anderen Trail auch bergab fahren wollen, aber trotzdem nach einem Rad suchen, das komplett straßenverkehrszulässig ist. Mit Gepäckträger kommt, mit Schutzblechen kommt, man wird nicht dreckig, wenn man zur Arbeit fährt. Genau für diese Personen ist das Rad gemacht. Ja, es ist weder ein richtiges Trekkingrad, noch ein Citybike, noch ein Mountainbike. Es ist so von allem etwas. Von der Sitzposition, denke ich mal, etwas komfortabler. Definitiv. Es ist so eine Richtung SUV, kann man das vielleicht schon so in Richtung sagen. Man ist komfortabler unterwegs, man hat einfach einen Fully, dementsprechend merkt man diese ganzen Stöße über irgendwelche Trails oder irgendwelche Schotterstraßen nicht so. Man ist sehr, sehr komfortabel, sicherer auf dem Bike unterwegs, hat dadurch auch sehr, sehr grobstollige Reifen. Auch wenn man da irgendwie über Schotter mal fährt, ist man einfach extrem tief mit der Straße verbunden. Man hat sehr, sehr viel Traktion und dadurch auch mehr Sicherheit auf dem Fahrrad. Dafür sprechen auch die Reifen, die ihr da gewählt habt, den Smart Sam von Schwalbe mit der Mittellauffläche, dass ich eben auf der Straße einen geringen Abrollwiderstand habe und wenn der Boden eben weicher ist, dass man da die Traktion hat. Ganz genau, also das sind schon so ein paar Kleinigkeiten, die wir da mit einfließen lassen haben. Es fängt an mit dem normalen Licht, das sowieso integriert ist. Dann die Geometrie des Rades ist jetzt nicht zu komfortabel, dass man sehr, sehr aufrecht sitzt, dass man nicht mehr irgendwelchen Trails runterfahrt, sondern leicht flacher Lenkwinkel, damit man auch noch den ein oder andere Strufe wirklich sehr, sehr gut runterfahren kann. Aber gleichzeitig durch diese volumigen Reifen, durch die 120 mm Federgabeln, ist man einfach wirklich jeden Trail eigentlich gewappnet. Und wirklich ein vollwertiger Gepäckträger, was darf der zuladen oder wie ist die Gesamtzuladung des Rades? Der Gepäckträger darf bis zu 25 Kilo zuladen, also da kann man schon ordentlich was draufpacken. Gleichzeitig, wenn man das komplett zupackt, hat man 500 Watt bei der einen Variante und 625 Watt bei der anderen Variante mit dem neuen Bosch CX-Motor. Wir haben zwei Modelle, wie ich jetzt schon erwähnt habe, von dem MTC und dementsprechend ist auch die Preisgefüge ein bisschen anders. Da sollte für jeden was dabei sein. Ich finde es klasse vom Konzept her, dass eben jetzt nicht mein Fully aufgerüstet werden muss, was dann auch immer mehr so eine halbgare Lösung ist, sondern dass es jetzt mal komplett aus einem Guss von euch kommt und finde es sehr spannend. Danke dir. Bitte, bitte. Gehen wir gerne.